So, und dann sind wir auch bei der Version von Brudeldoom angekommen. Waffencheck, Brudeldoom. Gut, dann einmal anders. Geht doch. Korrekt, korrekt. Ich gehe mal davon aus. Gut, es wäre jetzt Doom 2, aber warum nicht? So, jetzt Waffenshowcast von Brudeldoom. Nachdem ich nun erstmal die beiden Videos von Project Brutality aufgenommen habe. So. Bei Brudeldoom müssen wir die Cheat übrigens nicht erstmal erlauben. Bei Project Brutality müssen wir am Anfang erstmal die Cheat-Variable auf 1 setzen. Das müssen wir bei Brudeldoom nicht. So. Hier können wir gleich direkt in den God-Mode gehen, alle Monster umbringen. Und uns persönlich alles geben. So. Okay, wie gesagt, Mods oder ähnliches gibt es hier nicht. Hier gibt es nur die Standardwaffen, die man halt, ja, halt im Spiel direkt sammeln kann. Wir können aber eigentlich gleich hier drinnen bleiben. Ja, hier in dem Raum können wir es auch machen. Ich wollte gerade rausgehen, hier draußen ist auch Freifläche. Allerdings, warum eigentlich? Ah doch, komm, wir gehen raus. Hier drin ist so dunkel. Lappen. So, ja, also erste Waffe ist ganz unverfroren die Hand, natürlich. Primärfeuer ist links schlagen, Sekundärfeuer ist rechts schlagen und die Kick-Taste ist bei mir die R-Taste, ist halt treten. Man kann auch alles drei gleichzeitig drücken, dann hat man hier so Combo-Checking-Schadenfrei-Technik. Ja, ansonsten die erste richtige Waffe ist die Pistole. Die kann man beidhändig tragen, dann ist immer linke Taste halt beide Pistolen nacheinander schießen, halt also so wie bei Brudeldoom, bei Project Brutality, das linke Maustaste ist der linke Waffe, rechte Maustaste ist rechte Maustaste, gibt es bei Brudeldoom nicht. Hier ist linke Maustaste beides schießen und rechte Maustaste macht einfach gar nichts. Finde ich wirklich ein bisschen schade, aber gut, ist halt so. Ansonsten bei Einzelschuss ist halt linke Maustaste, also ich sag ab jetzt immer nur noch Primärfeuer, halt normal schießen und Sekundärfeuer, in meinem Fall die rechte Maustaste, ist dann praktisch mit der Handkante zuschlagen. So, ansonsten nachladen ist ganz normal nachladen. So, nächste Waffe ist dann schon das Gewehr. Da ist links ganz normal schießen, rechts ganz normal anvisieren und nachladen. Mehr gibt es bei der Waffe soweit nicht. Ja, ihr werdet auch allgemein merken, Brudeldoom ist, was jetzt zu Waffen angeht, noch relativ normal. Heißt also, so viele einzelne Sachen, wie es bei Project Brutality gibt, mit diesen ganzen Modis, den ganzen Add-ons, den ganzen Feinheiten, gibt es bei Brudeldoom nicht. Das ist wirklich exklusiv Project Brutality. Deswegen mag ich persönlich auch Project Brutality mehr als Brudeldoom, weil ich bin halt auch sehr waffennah. Und dementsprechend mag ich halt diese ganzen Feinheiten von Project Brutality. Da ist Brudeldoom wesentlich schlichter. Ja, wie gesagt, deswegen gibt es hier auch nur Standardschuss, ranvisieren und mehr gibt es nicht. Also mit Semi-Feuer oder sowas gibt es hier gar nicht. Einzige ist halt das hier, Rambo-Style. Aber auch hier gilt wieder, linke Maustaste und rechte Maustaste macht gar nichts. Wie gesagt, reicht fürs Alltag aus, aber ich persönlich mag halt eher das Konzept von Project Brutality, wo halt linke Maustaste für die linke Waffe, rechte Maustaste für die rechte Waffe ist und wenn man es dann braucht, kann man halt beide gleichzeitig drücken, ne? Das mag ich persönlich ein bisschen mehr. So, mehr zu der Waffe hier auch schon gar nicht mehr zu sagen, das war's. Dann hat man hier als Unterschied zu Project Brutality auch Handgranaten. Die kann man praktisch, ich gebe jetzt erstmal hier ordentlich Munition.
Ganz normal werfen. Wenn man die Maustaste gedrückt hält, kann man praktisch damit ja, etwas kontrollierter, sag ich jetzt mal, wegwerfen. Ansonsten rechte Maustaste, also Sekundärfeuer, ist praktisch einfach so rollen. Dann wirft man praktisch nicht so weit. So. Nein. Ach ja, gut, machen wir mal eine Reihenfolge nach. Also, okay. Am Anfang ist natürlich hier klassisch Kettensäge, kennt jeder. Dann hier wieder unser Beil, was wir zum einen zuschlagen können, zum anderen aber auch werfen können. Ach nee, geht hier gar nicht bei Brutelten. Gut, also hier kann man damit nur zuschlagen. Ansonsten hier rumwerfen, wie bei Project Brutality, geht hier scheinbar nicht. So, dann wie gesagt, Pistole hatten wir. Und dann gibt es hier noch eine Uzi. Die benutzt auch die Pistolenmunition, schießt allerdings wesentlich schneller. Und kann auch schon anvisieren. Und diese Waffe kann man auch beidhändig tragen. Okay, kann ich jetzt nicht. Aber ja, müssen wir halt gerade glauben, weil ich kenne gerade die Cheatcodes von Brutelboom nicht auswendig. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie die Waffe jetzt überhaupt heißt. Kein Problem. Ach, SMG. Okay. Oh. Na gut. Okay. Ja, also wie gesagt, die kann man halt auch beidhändig tragen. Kann ich jetzt gerade nicht. Das hier ist die Auto-Shotgun von Brutelboom. Diese Waffe ist an einer echten Waffe orientiert, und zwar die AAY-12. Könnt ihr mal nach Bildern suchen im Internet. Die ist nice. Hat 20 Schuss. Und ein Ringmagazin. Das Nachladen dauert relativ lange. Hat man gerade gesehen. Im Kampf muss man damit drauf aufpassen, dass man nicht jetzt von Gegnern umrundet ist und dann erstmal die Waffe nachlädt. Das wäre schlecht. Ansonsten halt unsere klassische Shotgun. Bei der sei noch dazu zu sagen, wenn man so normal schießt, schießt man langsamer, wie als wenn man anlegt und dann schießt. Deswegen, wenn man schnell schießen muss, am besten immer anlegen und dann schießen. So, hat man ganz klassisch hier seine Auto-Shotgun. Hier gibt es auch nichts Großes. Primärfeuer ist beide mit einmal. Und Sekundär ist einmal links und dann rechts. Also beide einzeln praktisch schießen. Ansonsten gibt es hier mehr dazu auch nicht. Wie gesagt, Add-ons oder sowas, also Upgrades, dass man hier den vier Schüsse abgeben kann. Gibt es hier alles bei Brutelboom nicht. Die nächste Waffe ist dann eine Waffe, von der ich gar nicht genau so weiß, was das eigentlich darstellen soll. Es ist auf jeden Fall eine, ja, Rambo-Style-Waffe. Heißt also mit unendlich Magazin, halt also als Band. Und diese Waffe kann aber bei Sekundärfeuer Granaten werfen. Hat allerdings, anders als die normalen Raketen, muss man einmal Rechtsklick ist praktisch schießen. Und dann kann man entweder mit der mittleren Maustaste oder aber, indem man, wenn man gerade geschossen hat, nochmal die rechte Maustaste drückt, nachladen. Man muss also praktisch, wenn man einmal geschossen hat, nochmal manuell sagen, dass er nachladen soll. Wichtig, das im Kampfgefecht nicht zu vergessen. Ja, ansonsten wie gesagt, Primärfeuer ist endlos, solange bis halt die Munition leer ist. So, die Waffe hatten wir. Hier haben wir wieder die Auto-Shotgun. Wie sage ich im Auto-Shotgun? Die Minigun. Da ist wieder Sekundärfeuer ist eindrehen lassen, sage ich jetzt mal. Und dann kann man mit links schießen. Oder man kann auch im Ruhemodus mit links schießen. Dann muss die Waffe allerdings immer erst ein bisschen hochdrehen, heißt also man hat dann einen leichten Verzug. So, dann hat man hier einen Standard-Granatenwerfer.
der kann praktisch einfach nur Standardgranaten werfen. Das wäre dann praktisch Sekundärfeuer. Heißt also, mit Primär ist praktisch, sobald irgendwas berührt wird, vorzugsweise natürlich ein Gegner. Und Sekundär ist halt, wie ihr gerade gesehen habt, zeitverzögert. Mehr gibt es hier aber nicht. Heißt also, so mit 5 verschiedenen Arten gibt es hier nicht. So, das ist dann auch wieder der ganz normale Raketenwerfer. Wie heißt das Ding? Ja doch, Raketenwerfer. Nur halt, dass die halt nicht geworfen werden, sondern wirklich fliegen. Also geradeaus. Primär ist hier anders als bei Project Brutality mit Visier. Etwas, was ich tatsächlich etwas mehr mag. So, dann hat man die Waffe, die man bereits aus Project Brutality kennt. Praktisch eine der etwas stärkeren Plasmawaffen. Rechtsklick mit Visier und Linksklick halt die normale der normale Schuss. So, dann die nächste Plasmawaffe ist die ganz normale Plasmawaffe. Relativ unspektakulär. Bei Sekundärfeuer hat man aber genauso wie bei Project Brutality diesen, halt, dass mehrere mit einmal geschossen werden. Wie auch immer das heißt. So, ansonsten hat man denn jetzt gleich die BFG 9K. Andersrum. Das hier ist die BFG 9K. Praktisch die klassische BFG. Primärschuss ist praktisch einfach dieses ganz klassische BFG-Schießen. Sekundär ist, hat die hier quasi gar nichts, weil wie gesagt, es ist praktisch einfach die gute alte Standard BFG. Und der Nachfolger von der, das ist halt die BFG 10K, die es auch bei Project Brutality gibt. Und die hat halt primär auch diesen klassischen Feuerball, nur dass der praktisch hier in dem Fall direkt agiert und nicht erst rumfliegt. Bei der Sekundärwaffe hat die auch keine Funktion. Und die hat auch keine anderen Modis. Heißt also, sie kann auch nur schießen. Der Unterschied also hier zwischen der 10 und der 9K ist wirklich nur, dass die 10K, die ich jetzt gerade habe, etwas stärker ist und halt keine Verzögerung hat. Das ist der einzige wirkliche Unterschied. Ja, von daher ist praktisch die 10K von Project Brutality viel stärker als diese 10K, obwohl die beide gleich heißen. Von daher könnte man die von Project Brutality vielleicht als 11K bezeichnen. Keine Ahnung. So, die kennt man auch schon von Project Brutality. Das ist praktisch die Waffe, mit der man die, hier heißt es Soul und nicht Demon. Das ist praktisch die Energie, die man von Dämonen bekommt, wenn man sie getötet hat. Da kriegt man immer hier unten, da, ein bisschen Dämonenenergie. Hier heißt das Ganze Soul, also Seelenenergie. Und macht aber genau das Gleiche. Man kann praktisch einen Strahl schießen, der extrem viel Damage macht. Sekundärfeuer weiß ich gar nicht. Nee, hat sie nicht. Ja. Und dann hat man halt noch die Waffen, die man von den Monstern bekommen kann. Also hier wieder dieser Flammenwerfer. Allerdings auch nur Feuer. Heißt also mit Napalm, also dieses Gift kann man, Napalm ist ja Feuer. Mit Gift kann man hier nicht schießen, sondern halt wirklich nur Feuer. Primär ist halt Kugel verschießen und sekundär ist halt dieser Flammenwerfer-Modus. Yay, die Welt brennt. Und dann halt wieder die von den Revenants. Und hier ist der Unterschied zum normalen Revenant. Hier gibt es nur den Primärschuss und den kann man aber immer drücken. Entweder schießt man halt und es ist kein Gegner da. Oder aber wenn irgendwo ein Gegner ist. Oh, ich habe No Target nicht aktiviert. Klappe. Wenn man einen Gegner hat. Nein. Und man dann irgendwo rumschießt. Sieht man schon. Der Kerl hat gerade nicht so super gesehen. Aha. Jetzt hat man gerade schon gesehen. Dann richten die sich halt automatisch auf vorhandene Gegner aus. Ohne dass man diese erst anvisieren muss.
So, und das war's dann auch soweit. Das hier ist bloß nochmal eine etwas weiterentwickelte Version des Flammenwerfers. Primär war das, was ihr gerade gesehen habt, halt Flammenwerfer-Modus. Ansonsten sekundär hat die Waffe gar nicht. Also hier passiert nichts, wenn ich hier die rechte Maustaste drücke. Ja, und dann geht es wieder mit den Granaten von vorne los. Deswegen, also wie man gerade gesehen hat, es gibt wesentlich weniger Waffen als bei Project Brutality. Und die Waffen, die es gibt, haben auch weniger Funktion. Ansonsten, klar, im Vergleich zu Vanilla Doom ist natürlich immer noch eine Erweiterung von quasi 0 auf über 9000. Einfach mal wegen der restlichen Atmosphäre. Aber wenn man jetzt speziell Brutal Doom mag, weil man die Waffen mag, dann kann man auch mal Project Brutality angucken, weil die haben das Ganze noch ein bisschen, ja, abgerundet, verfeinert. So, ansonsten, das war's für den Waffen-Showcast. Wie gesagt, Add-ons, also Mods für die Waffen, gibt es hier bei Brutal Doom gar nicht. Von daher bleibt mir da auch nichts zu zeigen. Und Items, die man sammeln kann, gibt es hier auch keine. Also von daher, ja, war es praktisch schon. Deswegen, wenn man praktisch einfach und schlicht spielen möchte, wäre zu empfehlen Brutal Doom. Deswegen benutze ich ja Brutal Doom auch für die Let's Plays. Ich habe halt nur ein oder zwei Let's Plays gemacht mit Project Brutality. Einfach, weil wenn man halt spielen möchte, um die Waffen zu fühlen, sage ich jetzt mal. Denn wäre halt Project Brutality zu empfehlen. Ansonsten, wenn man einfach nur spielen möchte, um den Gegnern einen auf die Fresse zu hauen, dann tut's Brutal Doom auch sehr gut. Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, klar, manche mögen jetzt vielleicht die Frage stellen, ja, aber wenn es Project Brutality gibt, warum gibt es denn noch Brutal Doom, wenn noch Project Brutality viel besser ist? Das liegt ganz einfach daran, dass Project Brutality genau genommen eine erweiterte Version von Brutal Doom ist. Heißt also, ohne Brutal Doom wird es Project Brutality gar nicht geben. Heißt also, das ist nicht die Frage, ob das oder das, oder praktisch, sondern einfach eher, ob man einfach Brutal Doom spielen möchte oder eine etwas abgerundete Variante, in dem Fall dann Project Brutality. Ansonsten gibt es auch noch andere Mods für Brutal Doom. Es gibt zum Beispiel noch dieses Doom 2016 Weapon Add-ons und sowas alles. Aber das möchte ich jetzt hier nicht behandeln, weil da habe ich Doom for Doom. Das macht da wesentlich mehr Fun. Ja, von daher, schau mit V.